Ja, und damit spielen wir jetzt auch hier die Erweiterung. Das Addon von Pokémon Sword and Shield. Die Rüstungsinsel als erstes. Du hast den Rüstungspass erhalten. Zeige ihn dem Personal am Raspberry Bahnhof, um zur Rüstungsinsel zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer, auf dem du seltene Pokémon fangen und zusammen mit deinem Pokémon-Team wachsen und stärker werden kannst. Ich erhalte einen Rüstungspass. Sehr schön. Basis-Item-Tasche, Rüstungspass. So. Nochmal ganz kurz gucken, was habe ich für ein Team dabei? Warum habe ich jetzt so wenig dabei? Warte mal. Als erstes muss ich erst mal kurz den Sound wieder machen. Das sollten wir vielleicht tun. So, ich möchte. Raspberry Bahnhof ist der hier vorne, ne? Genau. Ich möchte allerdings einmal kurz nach da. Ja. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch ganz kurz einmal die Eier abholen. Achso, was war das so? Achso, ist so? Pokédex. Gefangen und gesehen. Wahrscheinlich kriege ich erst einen neuen Pokédex, wenn ich dann in die neue Region komme. Mitarbeiterin des Horts übergibt mir das Ei. Kümmert richtig gute Dödarum. So, und dann noch einmal ein Stückchen weiter nach oben noch. Dann direkt zum, genau, Pokémon Hort. Danke. Okay. Dann auf nach RIP Raspberry. Habe ich genug Pokéwelle eigentlich heute? Ja, 77 Hyperbälle, 75 Superbälle, das sollte kein Problem sein, Toball, Ultraball. Na dann. Jetzt muss hier irgendwo der Dödeldude stehen irgendwo. Richtig da. Oh. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Wer ist sie denn? Das wird interessant. Können Sie bitte einen Blick auf, kann ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Natürlich, hier ist er. Vielen Dank. Einen Moment bitte. Das ist ein Fleckmann mit einer sehr interessanten Kopffarbe. Oh, ein Fleckmann. Blinder Passagier von der Rüstungsinsel gefangen. Hey. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn Fleckmann den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Klar, warum nicht? Fleckenkämpfer musst du fangen. Ja. Glück. Das ist die Frage, welches Level hat das Fleckmann eigentlich? Muss ich hier noch mal ein bisschen switchen, ne? Auf geht's, Kramer! Weil das Problem nämlich ist, das Kramer, das ich jetzt habe, ist. Oh, das Fleckmann ist nur Level 11. Oder Level 12, warte mal.
Da machen wir doch das ganz einfach. Ja, es bleibt instant drin. Alles klar. Plonk. Was ein interessantes Flecken. Das Ding ist halt, ich hätte halt das gerne dabei. Ich würde aber meinen Kramon nicht gerne ablegen, weil ich das hier ja noch habe. Aber ich möchte doch die Eier ausbrüten. Ich glaube, ich werde Akani ablegen, oder? Akani ist halt das niedrigste von den Pokémon, die ich habe. Aber ich würde das Flickmon eigentlich mitten herkommen. Danke. Wow, wie toll. Wie das Flickmon eben gefangen ist, war echt total cool. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Rüstungsplatz ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Alles klärchen. Ich möchte auch zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald wieder. Bis dann. Ciao. Who is this? Who is this? Also, und der Typ, der mich da so anguckt. So, Rüstungsinselstation. Na dann. Rüstungsinsel. Oh. Hey du da, du bist mir... Du siehst mir so aus, als sei das dein erster Besuch der Rüstungsinsel. Stimmt, ich forsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du, zeig mir doch mal kurz deinen Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hiesigen Pokémon darin registrieren kannst. Oder der Rüstungspokédex hinzugefügt. Okay. Dann würde ich wieder Pokémon fangen. Wenn mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Ich weiß halt gar nicht, ob es hier auch welche gibt, die nicht bei mir fangbar sind, sondern, also nicht in dieser Edition fangbar sind, sondern auch da Unterschiede zwischen Sword und Shield gibt. Okay, gibt es auch so die alles ein oder andere Pokémon, was man schon. Knapfel. Mhm. 102 halt einfach, ne? Das ist halt echt viel. Und relativ viel noch frei. Einzel-Pokémon, sehr nice. Pikachu, Raichu, Alola Raichu vielleicht. Du Heiliger. Oh mein Lord, das ist ja noch wieder ein Heidenberg an Arbeit, die Viecher wieder anzufangen. I like it. Wait a second. 207. Na dann. Wer ist er denn? Eigentlich bin ich hier, um dem Dojo dieser Insel beizutreten, aber da treibt sich so eine seltsame Person vor der Station rum. Da ist sie wieder. Oh, da bist du ja. Pünktlich auf die Minute genommen. Nicht schlecht für dein Alter. Du sag mal, können wir uns von irgendwoher? Ach, ist ja auch egal. Sophora. Da ich schon länger dabei bin als du, kannst du mich gern als deine Mentorin ansehen. wovon redest du? Also, ich weiß schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst. Aha. Hab ich irgendwas verpasst? Was soll das? Macht sich dieses Früchtchen etwa über mich lustig?
über mich. Puh, perfekten Zucker, süßes. Oh Gott. Okay, kämpfen wir doch erstmal, um zu sehen, auf welchem Stand du bist. Ich warte draußen auf dich, Hannes Klärchen. Komm einfach raus, wenn du bereit bist. Den werde ich es zeigen, aber so richtig. Wieso habe ich die Befürchtung, dass du das nicht tun wirst? Sondern dass alleine mein Kramox dich fertig machen wird. Ach du Heiliger, das ist ja tatsächlich nochmal eine komplette Naturzone. Fleckmanns! Fleckmann ist bisher das einzige Pokémon, das man sieht, wenn man es schon hat, wahrscheinlich. Die juckt es bestimmt in den Fingern, dich hier gründlich umzusehen. Was? Aber zuerst musst du mir zeigen, was du drauf hast. Als deine Mentorin im Master Dojo werde ich mir jetzt ansehen, was du drauf hast. Mach dich auf etwas gefasst. Wieso drückt sie vorne auf den... Egal. Toxipet. Okay. Geht los, Kramer. Du schaffst das. Boink, boink. Okay, es greifen müssen. Also werde ich dich nicht ganz... Ja, du verprügelst mich ganz sachte. Ich zeig dir gleich mal, was ich mit deinem Toxipet mache. Oh, ich hätte vielleicht... Boah, Schnabel. So, das mache ich mit deinem Toxipet. Huch. Tut mir ja fast leid. Level 13 für Fleckmon. Nächstes Fleckmon. Ja, ich wechsle mal das Pokémon. Ich kann ja noch zeigen, dass mein Lucario hier auch in den Arsch tritt. Jetzt ist mir in die Ecke gedrängt. Ist eigentlich egal, glaube ich. Ja, es kriegt halt jetzt nicht so viel Schaden, aber... Meine Zeit weniger. Den an erster Stelle willkommen geschrieben. Wow. Ich hätte wahrscheinlich auch komplett ohne Schaden das Ganze machen können, aber ganz ehrlich. Oh. Ui. Ist nicht so effektiv, aber ist egal. Leider kein Volltreffer, weil ich es so gelobt habe. Ist hat es auch verdient. Ist halt einfach so. Blub. Oh. Fleckmann. Aussetzer. Ist ein giftiges Pokémon. Na nur, ich hab keins mehr. Das ist ja doof gelaufen, würde ich sagen, wa? Was? Moment, stopp. Ist das gerade wirklich passiert? Ja, ist es. Der ist ja ganz schön heftig drauf. Wenn so ein starker Trainer dem Dojo beitritt, dann sinkt mein Stern am Trainerhimmel. Ich muss ihn unbedingt loswerden. Oh, wir haben eine neue Gegenspielerin. Oh, ich habe den Auftrag, ihn abzuholen. Dir ist schon klar, dass ich mich absichtlich zurückgehalten habe, oder? Aber ja, du machst dich gut, ganz gut als Trainer. Es ist nur so, unser Dojo kann schon auf eine ziemlich lange Geschichte zurückblicken. Selbst Champ Dalian, der Unschlagbare, hat in diesem Dojo trainiert. Doch für jemanden auf deinem Niveau, naja, was könnte das etwas zu viel für dich werden, verstehst du? Wie wär's also, wenn du einen großen Bogen um unser Dojo da hinten machst? Und nach einer kleinen Sightseeing-Tour wieder brav nach Hause fährst, Ich geb dir auch das hier. Was gibt's mir denn? Stuckle-Karte. Eine Karte trägst du den Boutiquen Fritze, sondern ein groß. Ah, okay, alles klar. Es gibt neue Frisuren und neue Klamotten und sowas. Boutiquen Fritze, sondern ist eine größere Auswahl offen. Na gut, dann. Mach's gut. Auf Nummer Wiedersehen. Na dann. Gucken wir doch mal.
Was wir hier so an Pokémon uns erfarmen können. Sind das Pummeluff? Das sind Pummeluff! Yay! Ein Pummeluff wild erscheint. Es geht los, Kramor! Ja, es ist doch nicht. Deswegen auf den Kramor wirkt. Oh, Pummeluff hat Level 60. Okay. Das ist ja interessant. Es könnte sein, dass es trotzdem durch den Pixel. Ja, stimmt. Ist leider irgendwie erwartet. Vielleicht sollte ich das anders machen. Und zwar. Pokémon. Pokémon bewegen. Lucario mal nach vorne packen. Mal gucken, ob das besser ist. Ja, hoffen, dass es nicht gleich drauf geht. Jo. Jetzt habe ich wohl mir ein bisschen zu viel Hoffnung gemacht. Ja, okay, ich brauche so ein Pokémon, dass ich. Aquavelle, ja. Aquavelle darfst du gerne lernen pflücken. Und das ist okay. Säure, Gena. Gena kann weg. Gena kann nicht weg. Erstmal auch noch Heiler weg. Man hat Heule vergessen und Aquavelle erlernt. So, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Nee, nicht Y, die waren das nochmal. Ach, hier. Die Boxen. 60, 49. Nee, das sind nur die Tauschbox. So, Glurak. Eldra vielleicht. Ich habe noch einen Kramer. Das Butter ist was. 69. Teleon nehme ich mal mit und guck mal, ob das damit funktioniert. So, mit Shiny mal raus. So. Guck mal, ob das mit Teleon besser funktioniert. Ich will die Pokémon nicht, nicht mal wegownen. Sondern ich will sie ja fangen. Was haben wir hier? Oh, my lord. Ein Hasterball. Ein Haspiro, Entschuldigung. Boink. Kreationsschuss. Aquasch Durchstoß vielleicht. Ich meine, es hat ja nur 4 Level. Ist ja nur 4 Level da drüber. Das müsste eigentlich. Ja, das funktioniert. Sprungfehler. Oh, können die noch? Das ist ja doof. Habe ich denn hier irgendwo. Machen wir mal so. Hatte Zeit. In dem Fall, dass ich irgendwo nochmal den nächsten Pokémon-Kampf habe. So. Beutel. Überall. Sehr gut. Haspiro wurde gefangen. Nice, da ist er. 20 für Fleckmann. Ja, das ist halt so easy, Pokémon nebenbei einfach mitzuleveln, ne? Das kennen wir ja schon. Das ist ein Sack. Mhm. Hast du auch Level 60? Hey, guter Schwede. Bärenbaum schütteln. Pirsif und Aprikoko Pink. So, nee, das reicht. Aufhören. 4 Pirsichbeeren. 2 Aprikopink. Eine Prunusbeere. Okay, was ist denn so eine Prunusbeere, bitte?
Ein Leber. Ein Pummeluff. Lull. Lull. Pummeluff fliegt ja auf mich zu. Ha, ist das geil. Schön. Risikotackle? Das ist nicht gut. Also, okay. Sehr gut. Beute, Lino. Lieber Ball. Na, no, es bleibt sogar instant drin. Perfekt. Look. Klasse, Pummeluff wurde gefangen. Sehr schön. Karin kriegt auch ein Level-Up. Lippen ist 21 geworden. Versuch Kopfnuss zu erlernen. Yo. Ups, sorry. Pummeluff kriegt auch einen Eintrag. Huch, nein, nicht ins Team. Nein, weg. In die Box. Darf Pummeluff geschickt werden. Oh, und da vorne ist ein Pummeluff, glaube ich, noch. Ja, hinten Spiro und Pummeluff, okay. Das ist auch ein Pummeluff, okay. Flucht ist geglückt. Sehr gut. Ah ja, stimmt, ich kann ja noch angeln. Das habe ich ja voll vergessen. Und was kriegen wir für ein Wasser-Pokémon? Ein. Oh! Ein Remoraid. Los, Inteleon! Remoraid haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, Remoraid haben wir schon. Remoraid ist. Da hinten ist ein Wailord. Da hinten ist einfach ein riesiges Wailord. Artillerie haben wir auch schon. Hey, André. Ich bin gekommen. Ne, warte mal, da muss ich das Fahrrad benutzen. Wie nutze ich denn nochmal das Fahrrad? Da? Da. Fitness mehr in der Rüstungsinsel, alles klar. Oh Mann. Was ist eigentlich so irgendwo? Keine Feder. Klingfeder. Ja, hier ist auch nochmal was. Geniefeder. Was kommt denn da an, was? Oh! Ist das ein Torpedo? Ja, okay. Cool. Fühlt sich auch bewegt, ist voll geil. Okay, genau. Nichts effektiv, aber ist trotzdem halt übel hart. Beute. Überall. Schade. Oh. Das war viel Damage. Stimmt noch. Ja, top gewesen, siehst du. Knirsche. Boah, Alter, das ist ja übel heavy, was das hier an Damage macht. Okay. Ich mach ein bisschen mit.
Lochball, Turboball, Traumball, Sonderball, nö. Okay, dann holen wir es nochmal. Alles klar. Aqua-Durchstoß. Okay. Kannst du jetzt einfach drinnen bleiben, bitte? Nope. Okay. Dann wird wahrscheinlich mein Italien jetzt draufgehen. Genau. Ah, jetzt bleibt's drin. Ja, super, danke. Wow. Da haben wir Level 95 Kramer gesehen und sich gedacht, ah, nee, du, das, nee, lass mal stecken, du, da, nee, du, nee, nee, nee. So, Torreiter wurde gefangen. PC Plus. Beutel bestimmt hier ein Toppelleber oder sowas. Da, Toppelleber. Mal genau was anderes. Ich glaube, ich sollte vielleicht. okay. Ich sollte vielleicht irgendwie demnächst nochmal gucken, dass ich mir nochmal irgendwo was davon zulege. Ich denke, eine Karte von hier, ja, ne? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Oh, alter Schwede, das ist ja doch relativ weitläufig. Man kommt bis hier hinten hin. Was ist das da für eine Insel? Da ist eine Krone drauf. Interesting. Tentacher war man nicht. Ich glaube. Oh, da war wieder ein Tokaido, ich hab's nicht gesehen. Na. Ja, jetzt hat das. Wurde doch gerade schon wieder gechased, oder? Ist das ein Rotom? Das ist ein Rotom. Lol. Wenn du mir 8 Gunner zeigen willst, vielleicht ist jetzt ein Gunner reif, ja. Okay. Hitze Color. Okay. Da fällt hier einfach ein Rotom rum. Ich habe halt schon einen Rotom. Glaube ich zumindest. Das ist ein Raid. Da kommt ein Tokaido auf mich zugerast. Kann ich das dodgen? Geht das? Nein! Alter, ist das wie schnell. Holy Macaroni, Alter. Das ist ja übel schnell. Krass. Das habe ich nicht gerechnet. Ich bin entkommen.